Hallo, liebe Freundinnen, liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Hallo und natürlich liebe Unterstützer hier. Ja, genau, liebe Unterstützer, weil wir sind mal wieder an dem Punkt, wo wir euch fragen, was möchtet ihr als Wunschvideo sehen? Wir sind im Juni, das heißt, im Juli soll es dann das Video geben zu dem, was ihr euch hier aussucht. Wobei ich gleich schon mal sagen kann, jetzt hier ums Programm geht, ihr wisst ja, BerlinCon ist im Mitte Juli, also am 15. bis 17. Juli ist BerlinCon. Danach wird hier der Kanal, wie ihr es auch von den anderen Jahren gewohnt seid, so ein bisschen in die Sommerpause sich verabschieden. Was einfach heißt, dass ganz viele Videos kommen, die wir dann auf der BerlinCon gedreht haben. So ungefähr 3 Wochen lang wird diese Phase sein, wo es dann BerlinCon Studio Videos geben wird, wo ja jeder Verlag dann seine Neuheiten vorstellt, was er bei BerlinCon dabei hat. Das sind Videos mit mir, mit Melli, Pete wird sicherlich noch mit am Start sein und Sven. Aber es ist quasi, zum Glück ist es jetzt wieder schön Sommer, so ein bisschen die Sommerpause bei uns und ich mache dann auch ein bisschen Urlaub, sind Schulferien und im September geht es dann wieder richtig los. Das heißt, im August wird es auch kein Wunschvideo geben. Aber jetzt gibt es nochmal ein Voting für Juli. Und vielleicht machen wir nochmal ein Voting im Juli, was dann aber erst im August, im September kommt. Mal gucken. Das können wir so machen, ja. Aber das war schon mal eine kleine Vorschau auf das Programm im Sommer. Aber jetzt, was haben wir hier? Genau, wollte ich dich auch gerade fragen. Was hast du denn vor dir? Ja, was haben wir hier? Schöne Sachen. Wir haben eine sehr schöne Auswahl, finde ich. Also wie gesagt, auch genau, wer es nicht weiß, natürlich, alle Unterstützer dürfen jetzt abstimmen. Egal, YouTube-Kanal-Mitgliedschaft, Patreon, Steady. Wir bedanken uns bei allen, die da uns monatlich unterstützen. Wenn ihr auch mitvoten wollt, dann werdet gerne Unterstützer. Ihr kriegt dann den Link oder zumindest halt auch diese Benachrichtigung, dass ihr mitvoten könnt, natürlich auch noch nachträglich. Und ungefähr eine Woche, bis nächste Woche, ne, wenn das Video freigeschaltet ist, könnt ihr dann voten. Dabei was zählen aber nicht die Kommentare im Video. Ihr könnt natürlich dafür so ein bisschen Stimmung machen, ne? Aber gezählt votet wird nur... Votet bloß das nicht. Ja, genau. Nee, aber ich finde, alle drei Sachen sind wirklich schöne Sachen. Wir haben eine Neuheit von AEG. Schicken uns immer hier schön neue englische Spiele. Finde ich super. The Guild of Merchant Explorers von Matthew Dunstan und Jay Gilbert. Sehr bekannte Autoren. Und es ist interessant, weil es ist tatsächlich so ein bisschen so ein Flip'n'Ride. Ja, es ist kein richtiges Flip'n'Ride. Wir writen nichts. Man hätte tatsächlich die Entscheidung treffen können, wir machen Flip'n'Ride draus. Man hat sich jetzt da umentschieden und da Würfel, also Klötzchen mit reingenommen. Und wir explorieren da die Karte, wollen so ein bisschen Streckenbau zu Märkten und verschiedenen Gebieten machen. Und das wird dann in mehreren Runden gespielt. Und ich finde auch die Gestaltung sehr ansprechend. Aber auch da darf man wahrscheinlich dem 14 Jahre plus nicht trauen. Nee, da darf man nicht trauen, genau. 1 bis 4 Spieler, ne, wie es halt so ist bei diesen Flip-End, nicht Ride in dem Fall. Aber ja, sehr interessanter Ansatz so als großes Brettspiel und natürlich von guten Autoren. Weiter geht's. Ja, wir haben Pagan Schicksal von Roanoke. Roanoke, ja. Das ist ein wahrscheinlich Fantasiename. Ja, wahrscheinlich. Aus dem Wurmgold Verlag. Es ist ein reines 2-Personen-Spiel ab 12 Jahren und dauert ungefähr 1 Stunde plus. 2-Personen-Spiel, asymmetrisches Kartenspiel mit Deduktion. Wir spielen Hexenjäger gegen Hexe. Einer natürlich der Hexenjäger, der andere die Hexe. Und beide haben verschiedene Ziele. Der Hexenjäger möchte die Hexe aufdecken. Dabei kommt dieses die Deduktionsmechanik mit rein. Und die Hexe versucht, ihr Ritual durchzuführen, bevor sie entdeckt wird. Ja, interessiert mich auf jeden Fall auch von dem Autoren. Illustriert auf jeden Fall von Maren Gutt und von den beiden Autoren Kaspar Kjær Christiansen und Karel Werner Stolberg. Ich kann leider diese Sprache nicht. Ja. Verzeiht es mir. Also ich muss sagen, es sieht sehr, sehr interessant aus. Sehr hübsch vor allem auch. Mhm. Beziehungsweise sehr, natürlich auch sehr düster. Aber erinnert mich so vom Stil her total an dieses Darkest Dungeon Computerspiel, wenn ihr das kennt. Ja. Ist ein Kickstarter gewesen. Genau. Ja. Würmgold, finde ich schön, dass jetzt wieder was von denen rauskommt. Die waren ja... Das war ja auch so so ein kleiner Verlag, der vor ein paar Jahren mit so auch Uwe Rosenberg-Spiel rauskam. Ja, das war, wie hieß es nochmal, so ein Sherlock Holmes, Sherwood Forest, also Robin Hood, ein Robin Hood-artiges Spiel, auch ein 2-Personen-Spiel.
Dann ist es ein bisschen ruhiger geworden hat man nicht mehr so viel gehört von Würmgold. Wahrscheinlich, weil sie hier diesen großen Kickstarter gemacht haben. Mhm. Und der ist jetzt da. Ja. Und von daher, also auf jeden Fall interessant. Und zuletzt? Ja, zuletzt haben wir hier Alan Orbins Hippokrates aus dem Game Brewer Verlag. Ich habe es natürlich in unserem ASMR-Video schon ausgepackt. Das ist es. Ja. Wenn ihr euch das wünscht, dass wir euch das zeigen, es ist ein 1-4-Personen-Spiel, 90 Minuten dauert es und ab 12 Jahre. Wir sind in der Antike im Medizinthema drin und versuchen da Krankheiten zu heilen, bevor die Patienten versterben oder es ihnen immer schlechter geht. Und wir haben da mit Würfeln auch einen Würfeleinsatzmechanismus mit drin. Genau, und diese drei Sachen stehen für euch zur Auswahl. Genau, dann freuen wir uns auf eure Entscheidung, bedanken uns für den Support und sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Und im Juli gibt es dann eins von diesen drei Spielen. Bis dahin. Ciao. Tschüss.